Hallihallo, hier ist wieder der Martin aus Bangkok. Heute mit einem Video, wie benutze ich Google Maps? Und zwar mit einigen Geheimtipps. Deswegen bleibt bis zum Schluss dran. Da verrate ich nämlich noch einige Tricks, die sehr wertvoll sind, wie man Google Maps wirklich richtig benutzt. Das ist für mich die beste Gelegenheit, die App zu nutzen, ist in fremden Städten. Und egal, welches Verkehrsmittel ich hier benutze, ich benutze Google Maps. Es gibt verschiedene andere Apps, die man nutzen kann. Es gibt hier zum Beispiel die ViaBus für den öffentlichen Verkehr. Es gibt den SkyTrain. Also jede Organisation hier hat auch seine eigene App. Aber ich benutze fast ausschließlich Google Maps. Und gleich wisst ihr auch warum. Ja, wir sind jetzt hier am Ratchanam Pier gerade angekommen. Da bin ich mit dem Boot angekommen. Und wir machen jetzt mal einen Beispielgang. Wir bewegen uns jetzt hier Richtung Central World und wollen gleich mal von hier aus, wenn wir shoppen gewesen sind, dann wollen wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also nach der anstrengenden Arbeit vom Shoppen, wollen wir uns schön gemütlich im Old German Beer House in der Soy 11 was essen und trinken. So, und da fragen wir Google Maps, wie kommen wir da hin? Das kann man natürlich auch von anderen Abfahrtspunkten aus machen. Aber ich mache das speziell von hier aus, weil es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, hier abzufahren. Und die wird Google uns nämlich auch anzeigen. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. So, und zu diesem Zweck öffnen wir auf unserem Telefon erst einmal unsere Google Maps. Und jetzt sollten wir, wenn es nicht gerade schon angezeigt wird, sollten wir hier auf Zentrieren drücken. Dann wird also der Standpunkt nochmal zentriert. Und wir wissen genau, wo wir sind. Und dann geben wir einfach mal oben in die Betreffzeile, geben wir einfach mal ein, wo wir hinwollen. Und die habe ich schon mal vorgewählt, damit ich nicht so lange tippen muss. Das Old German Beer House in der Soy 11. So, jetzt fängt es schon mal an. Da gibt es jetzt also den Bildschirm, wo uns erstmal der Bereich angezeigt wird, also der Zielbereich angezeigt wird vom Old German Beer House und was drumherum so los ist. Da können wir auf das German Beer House tippen. Dann bekommen wir jetzt nochmal die Detailinformationen, Öffnungszeiten zum Beispiel, ja, kann man hier draufklicken, da sieht man genau, wann geöffnet wird und wann geschlossen wird. Die Adresse nochmal, wenn man es hier genau haben will, aber auch andere Bewertungen zum Beispiel, Fotos von der Lokalität. Hier zum Beispiel gerade ein Foto von mir, ja, als ich das letzte Mal da gewesen bin. Und hier sieht man zum Beispiel auch, das ist sehr wichtig, die Öffnungszeiten nicht nur alleine, sondern auch, wann hier am meisten los ist. Ja, und hier in der Regel ist zum Beispiel hier im German Beer House um 20 Uhr das meiste los. Das kann man hier in Google Maps auch schön sehen. Deswegen, wenn ich zu Märkten fahre zum Beispiel, dann nutze ich Google Maps auch, um zu erfahren, wann da die beste Zeit ist, um hinzugehen. Es gibt Märkte, die haben zwar den ganzen Tag auf, mehr oder weniger den ganzen Tag, aber die Hauptstoßzeiten, entweder früh morgens oder später am Abend, je nachdem, was sie dort verkaufen. Und da gebe ich mein Telefon immer die Chance, mir zu sagen, wo ist der beste Zeitpunkt, wann ist der beste Zeitpunkt, dort auf den Markt zu gehen. Ja, und deswegen ist Google Maps auch dafür hilfreich, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, auf so einen Markt geht und man möchte ja, ein bisschen da sein, zu dem Zeitpunkt, wenn auch was los ist, Google Maps fragen, nicht nur um hinzukommen, sondern auch schon vorher zu fragen, wann ist am meisten los und zum Beispiel auch, man kann auch die Tage wählen, ja, wenn ich da wissen will, wann samstags am meisten los ist, ja, man kann auch so hin und her wischen, da werden einem dann die Tage angezeigt. Also, sehr nützliche Kleinigkeiten eigentlich nur, aber die machen die App wirklich wertvoll und jetzt geht's weiter. So, wenn wir dann also unser Ziel erstmal ausgekundschaftet haben, dann drücken wir hier auf Directions, also die Möglichkeiten, nämlich die verschiedenen Verkehrsmittel zu sehen. Und jetzt kommt nämlich schon der erste Trick auch. Wir haben hier unten nämlich aufgeführt, welche Verkehrsmittel im Moment in Frage kommen. Die nächste Verbindung wäre quasi hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln diese. Das zeigt uns auch direkt den Weg an. Und das ist nämlich auch einer der Dinge, die man beachten muss. Normalerweise ist man es ja gewohnt von zu Hause, sage ich mal, dass man Google Maps nutzt mit dem Auto. Dann ist normalerweise das Auto voreingestellt. Ja, dann sieht man also die Autoroute. Und wir müssen ja, weil wir uns hier ja quasi mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen, müssen wir hier oben auf den Bus tippen. Ja, das ist das Zeichen für die öffentlichen Verkehrsmittel.
Und dann bekommen wir angezeigt, wo es lang geht. Wir können auch auf den Fußgängermod drücken hier. Und das Schöne ist, wir können auch so eine kleine Rundumsicht machen. Hier zum Beispiel mit Google Street View. Ja, da kann man also hier sich die Location schon mal anschauen, wo man hingeht, was da los ist, wie es da aussieht, ja, um zu entscheiden, gehe ich da hin oder nicht. Und das ist auch einer der Punkte, die Google Maps so einzigartig macht. Man hat also immer schon eine Live-Ansicht, wie man da hinkommt. Jetzt zum Beispiel im Fußgängermodus, wenn wir da zu Fuß hingehen möchten, ist 34 Minuten Walk. Kann man machen, habe ich auch schon oft gemacht. Thai People können das nicht, die können nicht so lange laufen, auch wollen nicht so lange laufen. Heute ist es nicht ganz so heiß, also wäre möglich. Dann können wir unten zum Beispiel auf Live View gehen. Wir müssen noch kurz die Genehmigung geben. So, und jetzt scannt das Telefon nämlich unseren Weg. Ja, wir können also jetzt hier immer den blauen Pfeilen folgen. Und dann sehen wir genau, wo wir hingehen müssen. Ja, zwischendurch sagt er uns nochmal, wir sollen vorsichtig sein, da können Stufen kommen oder andere Fußgänger. Ja, das ist also hier der Weg, den wir zu gehen haben. Immer den blauen Pfeilen folgen. Und so kommen wir ans Ziel. Also hier, be safe, wenn andere Fahrzeuge auch passieren und so weiter. Das ist quasi der Fußgängermodus. Auch eine Geschichte, die ich oft benutze, wenn ich irgendwo fremd bin und ich weiß, da es ist nicht weit oder so und gibt so ein paar Passhäus, die ich jetzt links, rechts gehen muss, dann nutze ich hier die App. Ja? Wir wollen jetzt aber den Fußgängermodus nicht benutzen. Wir haben ja vorhin auf Start gedrückt, deswegen müssen wir jetzt nochmal die Navigation quasi unten beenden, indem wir auf das X drücken. Jetzt kommen wir wieder auf den Auswahlbildschirm und wählen hier oben jetzt wieder den Bus aus, das Zeichen für öffentliche Verkehrsmittel. So, und jetzt die nächste Verbindung wäre jetzt, haben wir vorhin schon mal geguckt, das wäre jetzt hier die Verbindung mit dem Bus. Dann zeigt er uns auch die Buslinie an, wo die herfährt. Dann können wir nochmal auf das Zeichen unten drücken, dann zeigt uns auch die Route an. Wir gehen also jetzt quasi hier erst einmal zu den einzelnen Punkten. Dann zeigt er uns also jetzt hier den Fußgängerweg an. Und dann steigen wir hier beim Big C in den Bus ein. Ja? Hier zeigt er uns auch an, der Bus ist nicht zu voll. Oder wir sollen dann auch mal Meinungen abgeben, kleine Umfragen. Zum Beispiel, ob der Bus voll gewesen ist, ob man auf den Bus warten musste. Und dann zeigt er uns genau an, wie viele Stopps. Ja, hier hat also genau die Busstation, wie viele Stopps da zu machen sind, werden hier angezeigt. Und auch an welcher Station ausgestiegen werden muss. Und dann steigst du aus und dann sagt er dir auch, es sind noch 5 Minuten zu gehen. Und dann zeigt er dir auch hier den Fußweg an. Also ganz einfach, dann gehst du hier den Fußweg noch ein Stückchen auf der Sukhumvit und dann in die Soi 11 rein. Das wäre jetzt die Route mit dem Bus zum Beispiel. Und auch Umstiege werden da angezeigt. Und hier die andere Möglichkeit wäre gewesen, die Sukhumvit Line zu nehmen. Ja, die Sukhumvit grüne Linie, das ist nämlich die BTS. Da zeigt er uns auch an. Wir haben hier den Standort, hier in blau. Hier ist der blaue Punkt, wo wir gerade sind. Dann gehen wir ein paar Meter zu Fuß und dann steigen wir in die BTS ein und nehmen die BTS 2 Stationen bis zum Bahnhof Nana. Ja, BTS Nana. Gehen da runter und dann suchen wir die Soi 11 rein. Wenn ich jetzt hier auf Start drücke, dann sagt er uns wieder, erstmal zu Fuß gehen. Erstmal zu Fuß gehen bis zur Sukhumvit-Linie. Ja, wir können es hier unten drauf tippen. Dann zeigt er uns das nochmal an. Von der Startlocation 9 Minuten bis zur Station Chitlom gehen und dann in die Linie einsteigen und bis Nana fahren. Ja, das sind 2 Stops. Bis Nana. Und so sieht das dann hier aus, um ins Old German Beer House zu kommen. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt mal zur Sukhumvit Line und nehmen uns die BTS. So, also ganz einfach hier auf der Map sehen wir, also wir können auch den Bildschirm ein bisschen vergrößern, den Ausschnitt ein bisschen größer machen.
Dann sehen wir also den blauen Punkt. Der wandert jetzt quasi mit uns die Straße entlang. Da kannst du auch hier oben auf den Kompass drücken. Da wird also das Ding entweder genordet oder in die Richtung gerichtet, wo man gerade hergeht. Das klappt beim Auto besser. Im Fußgängermodus manchmal ist der Kompass zu drücken ein kleines Wunder. Manchmal geht es nicht. Aber wir sehen ja, wo wir uns herbewegen. Und der blaue Punkt zeigt also auch einen kleinen Pfeil an. Das ist also die Richtung, in die wir uns bewegen. Also alles kein Problem. Ich habe jetzt den Maps-Momentchen ausgemacht, weil hier um die Ecke zu gehen, BTS zu nehmen, ist ja nicht ganz so schwierig. Ich nehme euch da mit, aber die App brauchen wir jetzt momentan nicht. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ja. Und einer der Gründe, warum ich jetzt auch die BTS nehme und keinen Bus, ist nämlich der Verkehr. Also in Bangkok haben wir quasi Tag und Nacht immer Stau. In der Nacht vielleicht mal ein bisschen weniger, aber da nachts auch viele Baustellen aufgemacht werden, die am Tag keine Rolle spielen, ist es auch in der Nacht oftmals mit Staus verbunden. Also ich gucke dann immer, welches Verkehrsmittel gerade das Beste ist. Und auch das zeigt dir Google Maps ja an, wie schnell du zum Ziel kommst, wo Staus sind und welches Verkehrsmittel sich dann am besten eignet. Also auch da die Auswahl des Verkehrsmittels wird dir quasi vereinfacht, weil nämlich angezeigt wird, wo sind Staus. Also wenn im Auto Staus sind, sind sie mit dem Bus erst recht. Und wir machen jetzt aber hier noch einen kleinen Besuch hier an einem Touristenpunkt. Ich komme sofort auf den Namen. Ich kriege Alzheimer, ich vergesse alles. Sehr beliebt bei Buddhisten. Schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz an, bevor wir dann hier die BTS nehmen. Also Bangkok ist wirklich faszinierend. Auch hier der Erawan-Schrein. Hier war ja vor wie vielen Jahren, war ja hier mal ein Bombenanschlag. Und während Covid war das teilweise sogar geschlossen hier. Jetzt ist wieder voll geöffnet. Auch die Tänzer haben keine Masken mehr. Das war ja eine ganze Zeit so kurios hier. Dann hatte der Schrein hier wieder aufgemacht für Besucher. Man konnte hier wieder beten und so weiter. Aber da drüben ist ja die Folklore-Gruppe, sage ich mal dazu. Und hier kann man Geld bezahlen dafür, dass man quasi ja, diese Gruppe anbeten kann, sein Gebet sprechen kann. Und die sind also den ganzen Tag hier, von morgens bis abends. Und jetzt sieht man es hier, die zwei haben wir also bezahlt. Und jetzt wird hier die Musik gestartet und gleich fangen sie an zu tanzen. Das war bis vor ein paar Monaten noch so, dass die Tänzer hier auch alle Masken auf hatten. Hier diese Plastikvisiere, das war gruselig anzuschauen. Aber jetzt ist wieder alles schön. Ja, und die Leute stehen wirklich Schlange hier, um gleich beten zu können. Und hier in der Mitte, der berühmte Schrein. Oben fährt die BTS. Hier ist den ganzen Tag was los. Von morgens 6, glaube ich, bis abends um 8. Ich weiß nicht genau. Ja, wir machen uns jetzt hoch zur BTS und nehmen den Zug, zwei Stationen. Ich sage euch auch gleich, was es kostet, nehmt euch ja mit. Und dann sind wir gleich ruckzuck, im Auto würden wir gleich hier im Stau stehen. Wir sind ja schlau, nehmen die Öffentlichen, also sind wir gleich da. Ja, und hier geht es auch schon rauf, mit der Rolltreppe hoch zum Bahnsteig, very easy. Ja, hier dieser Skywalk zum Beispiel, ist noch zu erwähnen. Wir sind jetzt hier also quasi Ratchaprasong Distrikt. Hier geht es zum Bahnsteig und dieser Skywalk, der geht also durch bis zum MBK. Also man kann hier richtig lange durchlaufen und kann also auch während des Regens, falls es regnen sollte, gleich, kann man hier schön zu Fuß gehen. Am Central World vorbei, am Siam vorbei. Bis zum MBK.
Aber wir nehmen jetzt die Bahn hier an der Station Chitlom. Chitlom ist unser Startpunkt quasi. Und hier nehmen wir jetzt den Zug Richtung Nana. Auch die Station, je nachdem welche Station es ist. Wir haben ein kleines Eigenleben. Hier gibt es ein Postoffice, hier gibt es eine Wechselstube, hier gibt es einen Kaffee Amazon, also für Kleinigkeiten mal eben Snack oder einen Kaffee, wenn man ankommt oder abfährt, je nachdem. Alles kein Problem. Aber jetzt geht es hier um die Fahrkarte. Jetzt kann man hier eigentlich den Fahrkartenautomat benutzen. Hier hängen also überall die Pläne aus, wo man genau sehen kann, wo man gerade ist, wo man hin möchte. Hier sind auch noch Informationen zu Dauerkarten und so weiter. Wenn man jetzt diese Rabbit-Card hat, Rabbit Line Pay benutzen kann und so weiter. Und hier sind dann die Automaten, wo man dann das Ziel eingeben kann. Muss aber passend zahlen. Hier gibt es also kein Wechselgeld. Also zumindest keine Scheine gibt es hier. Und andere Automaten, ich weiß nicht, ob hier auch einer ist. Manche Stationen haben auch Automaten, wo man Scheine einstecken kann. Ist hier jetzt gerade nicht der Fall. Aber dann gehen wir da drüben zu dem Schalter, wenn wir Scheine haben, und kaufen da unser Ticket. Ja, man kann sich auch Dauerkarten kaufen. Lädt man Guthaben auf, dann braucht man sie nicht immer anstellen, wenn man kein Kleingeld hat oder sonst was. Da geht man mit seiner Karte durch, einfach auf das Gate legen und dann wird der Betrag automatisch abgezogen, wenn man wieder den anderen Bahnhof verlässt. Also sehr convenient, wenn man öfter fährt. Ich benutze die öffentlichen ja hier eher selten. Leute, ich habe bei Nana klar. Nana, Nana. 25 Bar. Ah, das war. Und Kopf. So, 25 Bar. Hier wird aufgetappt. Dann geht das Tor auf. Und schon geht man hier durch. Muss man nur gucken, dass man die richtige Seite erwischt. Hier, wie gesagt, Wechselstube noch inside. Und dann geht es hier mit der Rolltreppe hoch zum Bahnsteig. Alle Nase lang, also alle 2-3 Minuten kommt hier eine Bahn. Selbst wenn die eine vor der Nase wegfährt, man kann meistens schon die nächste kommen sehen. Ja? Ich sehe es kommen. So, da ist unsere Bahn. Wenn du jetzt hier auf dieses Zeichen drückst, aber das zeige ich euch gleich nochmal. So, immer erst die anderen aussteigen lassen, falls welche aussteigen wollen. Das ist also hier so üblich. Und dann geht's rein ins Getummel hier. In schön airconditioned Zug. Wenn man sich hier umschaut, also ich würde mal sagen, so 80% tragen hier noch Mundschutz, Mund- und Nasenschutz. Ja, also immer schön die Anzeigen beachten. Wir hatten gerade noch Blöden Cheat zwischendurch, wo Leute zu- und ausgestiegen sind. Und jetzt die nächste ist also unsere Final Destination. So, da sind wir. Steigen jetzt hier aus. Und gehen runter zur Sukhumvit. So, jetzt beim Rausgehen braucht man nicht oben drauf tappen. Das würde nur dann der Fall sein, wenn man also eine Karte hätte mit Abo. Hier reinstecken und dann geht die Tür auf. Und raus geht's. So, immer schön aufpassen. Manchmal gibt es Rolltreppen, manchmal nicht. Also immer schön aufpassen. Also diese Station kann man einmal sehr gut nehmen, wenn man die Straßenseite wechseln möchte. Gerade hier auf der Sukhumvit ist es ja schwierig, die Straße zu passieren. Da nimmt man also entweder irgendwelche Brücken, die hier als Übergänge gedacht sind, oder eben die BTS-Stationen. Da kann man also hier rauf, auf der anderen Seite wieder runter gehen. Immer sehr convenient. Ja, und hier zeigt uns unsere App jetzt an, wo wir sind. Wir sind jetzt hier also gerade hier ausgestiegen, Bahnhof Nana. Und müssen jetzt hier um die Ecke rumgehen. Sehen wir an dem blauen Punkt. Die blauen Pünktchen sind der Weg, den wir zu gehen haben. Und dann geht es hier in die Soi 11 rein. Ja, und das ist nicht mehr schwer. Es geht nur noch geradeaus bis zu unserem Ziel. Jetzt kann man noch auf den Kompass drücken, wie ich gerade gemacht habe jetzt hier. Dann ist man quasi in G-Richtung.
hat man also bessere Übersicht. Manchmal, wenn man ein bisschen größer den Bereich haben möchte, spielt es eigentlich keine große Rolle, wo man die Richtung gewählt hat. Man sieht ja, wohin sich der Punkt bewegt, ob man auf dem richtigen Pfad ist. Ja? Auf dem Pfad der Tugend sind manche hier nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Und die Luft ist gerade schon sehr feucht. Also nicht nur, weil hier was zu trinken gibt, sondern hier sind wirklich große dunkle Wolken. Es wird gleich anfangen zu regnen, aber wir schaffen es noch bis dahin. Und dann gibt es die Tipps, die Spezialtipps. So, und da sind wir schon. Ziel erreicht, alles gut gefunden. Jetzt könnten wir die Navigation eigentlich ausmachen, aber ich will euch noch was zeigen. Und zwar was Besonderes. Dazu nehmen wir draußen mal Platz. Machen ein kleines Infogespräch. Haben wir die Karte? So, jetzt sind wir angekommen. Und jetzt gibt es noch mal eine kleine Spezialeinweisung quasi. Es ist ein bisschen dunkel hier, also es fängt gleich an. Aber die haben hier Gott sei Dank die großen Markisen. Jetzt also anfangen sollte zu regnen, sitze ich nicht im Trockenen. Und wir schauen uns jetzt noch mal so ein paar Spezialfunktionen an, die ich unbedingt mitteilen möchte, denn das ist etwas, was kaum jemand nutzt. Also wir drücken jetzt mal hier auf unseren Standort. Das machen wir hier. Ich wechsle mal die Kamera so ein bisschen nach da. Ja, dann kann ich nämlich hier oben das Telefon besser einblenden. So, wenn wir jetzt zum Beispiel hier sehen wir auf dem Bildschirm jetzt gerade den Bahnhof Nana. Wenn ich jetzt hier drauf tippe auf Nana, dann öffnet er mir hier die nächsten Verbindungen. Ja, hier in einer Minute geht es also hier in diese Richtung, zeigt ihm alle Stationen auf. Und das Gleiche gilt auch für die Bushaltestellen. Wenn ich jetzt hier auf eine Bushaltestelle klicke, dann zeigt er mir die Busverbindungen an. Wann der nächste Bus kommt, wo er hinfährt, welche Linie und so weiter. Ohne jetzt, dass man ein Ziel eingegeben hat. Einfach nur, weil man auf den entsprechenden Bahnhof klickt. Wir haben hier in der Nähe, das zeige ich euch nämlich auch nochmal, haben wir zum Beispiel auch diesen Klong, den Klong Sanseb. Und wenn wir jetzt hier, auf dieses Schild am Pier drücken, auch hier zeigt er uns die nächsten Boote an. Also die App ist wirklich, wirklich nicht nur für den Straßenverkehr geeignet, sondern auch für die öffentlichen Verkehrsmittel, für die Bahnen, selbst für die Boote. Wenn ich jetzt hier am Chao Phraya River wäre und da auf dem Pier tippe, auch da würde er mir Bootsverbindungen anzeigen. Und hier zeigt er mir also an, in einer Minute fährt der nächste, oder fährt jetzt gerade ab. In 7 Minuten kommt der nächste, das nächste Boot. Also diese App ist wirklich nicht mehr wegzudenken aus meinem Alltag. Das ist bei mir auf dem Telefon nach YouTube die meist genutzte App bei mir. Weil ich auch immer wieder mir neue Ziele aussuche, gehe einfach mal in ein Viertel, zoome dann ein bisschen rein und gucke mir dann auf der Karte an, gibt es da einen Markt, dann klicke ich auf den Markt, dann sehe ich unter Umständen die Öffnungszeiten, wann er am meisten besucht wird, dann sehe ich, wie lange ich dahin brauche, ob sich das lohnt. Also Google Maps ist schon mein Favorit. So. Mein Favorit ist heute jetzt noch das Planbier hier, nach der anstrengenden Arbeit. Und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute für heute noch. Bleibt gesund, da braucht ihr keinen Doktor. Ich werde mir jetzt das Bier genehmigen, solange es noch kalt ist. Und gleich noch eine Kleinigkeit essen. Und wir sehen uns schon bald wieder. Tschüss, ciao, ciao und bis bald.